Was denkt ihr, warum jeder 100 Meter sitzt hier ein Mann und macht die Schranke auf diesem Weg? Oh ja, da vorne kommt die nächste Schranke. Wir warten auf die Kommentare und die Lösung zu dem Rätsel. Okay, also meine Theorie ist, der Typ hat gerade eben auch gesagt, das ist halt irgendwie so Privateigentum und man sieht draußen im Meer halt nach wie vor die ganzen Ölplattformen. Ich denke, dass das irgendwie damit zusammenhängt, dass wenn die hier nicht ihre Schranken hätten und quasi ihr Privateigentum, sage ich mal, beschützen, mehr oder weniger, also ich denke mal, das sind halt kleine indigene Völkergruppen. Ich glaube, der eine Typ eben hat auch überhaupt gar kein Spanisch gesprochen, der davor. Und wenn die das halt nicht machen würden, dann würden die Ölkonzerne halt hierher kommen und hier irgendwie weitere Raffinerien bauen und vor allem irgendwie diese Straße wahrscheinlich viel krasser ausbauen, weil der Weg eigentlich viel, viel kürzer ist entlang der Küste, sich das dementsprechend für die vielleicht schon lohnen würde. Ja. Und mit diesen Schranken irgendwie gucken die halt, achten die halt darauf, wer hier durchfährt und wer hier nicht durchfährt. Und beschützen irgendwie ihre kleine lokale Community hier. Irgendwie so, ja. Buena, ya de ahí para allá, es pura carretera buena ya.
Buena. Pura buena, ya. Perfecto. ¿A dónde van? Magallanes. Ahí hay el lugar que van a llegar, Sánchez Magallanes. Sí. Y ahí pasan otro lugar que se llama Benito Juárez. Benito Juárez. Sí. Ahí también tienen que ir. ¿Hasta dónde, qué rumbo llevan? Después queremos ir a Veracruz y a Oaxaca. Ah, sí, a pasear, pasear. Sí. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Aquí se va a ver? Sí, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Suerte, suerte. Ist die Straße dann da kaputt oder so, dann führen sie die halt über ihr Privatgrundstück oder so. Aber ich habe auch überhaupt nicht verstanden, was der Typ gesagt hat. Keine Ahnung, versuchen wir mal irgendwie einen Übersetzer zu bringen oder so, ob wir da noch irgendwie weitere Klarheiten für euch dann im Video quasi bekommen. Auf jeden Fall ziemlich spannend, ziemlich spannend. Aber? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall im Flachland. Das schönste Straße in Mexiko, was wir bis jetzt gefahren sind. Ja, definitiv, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist richtig, richtig schön mit diesen Palmen, mit diesen Palmwäldern und direkt an der Küste. Und dann diese kleinen Fischerhäuschen und so weiter teilweise. Sieht richtig schön aus. Richtig coole Straße. Und das Wetter ist auch perfekt heute. Ja. Wir sind jetzt noch 26 Kilometer. Das sollten wir easy hinbekommen. Egal wie schlimm die Straße noch wird, waren schon ein paar ziemlich wilde. Waren schon ein paar wilde. Waren schon ein paar sehr wilde Abschnitte. Wie gesagt, so ein Russland-Feeling. Aber was ich auch schon Michael gesagt habe, ich vergesse jedes Mal, dass wir so geile Fahrräder haben. Hört sich vielleicht blöd an, oder hört sich richtig gut an. Wir haben richtig gute Fahrräder für solche Straßen und das vergesse ich jedes Mal, wenn wir über Sand oder Stock und Stein jetzt fahren und denke, oh, wieso rutsche ich jetzt nicht aus? Oh, wieso steige ich jetzt nicht ab? Weil mit den breiten Reifen fährt sich auf solchen Wegen richtig gut. Das macht echt Spaß. Ich muss mich noch mehr daran gewöhnen, dass es jetzt normal ist. Kamera ist gleich leer. Wir haben es geschafft, sind angekommen. Jetzt hier gerade beim Hotel am gucken, was wir hier für ein Zimmer bekommen. Guten Morgen, das war hier unser Hotelzimmer. Ja, ganz in Ordnung. Aber es hat heute Nacht einfach so heftig geregnet und gewittert. Jetzt sieht es eigentlich wieder ganz gut aus. Aber das Wasser ist irgendwie in unser Zimmer auch reingekommen und unten auf dem Boden war Wasser. Die Nacht war dementsprechend auch nicht so erholsam. Quasi um 12 waren wir dann wach und Kira auch, weil es auch so laut gedonnert hat. Wir waren dann 1-2 Stunden wach und danach sind wir dann wieder eingeschlafen, hatten alle Taschen quasi in Sicherheit gebracht, dass nichts untergeht und dann war es auch gut. Also ja, von daher schon in Ordnung. Jetzt nieselt es gerade doch wieder ein bisschen. Gucken wir mal, wir packen jetzt ein bisschen die Sachen zusammen weiter und dann schauen wir, dass wir ja, vielleicht schon losfahren. So ein bisschen nieselig, das ist eigentlich schon in Ordnung. Heute wieder eine entspanntere Etappe, knapp 40 Kilometer.
auf einer guten asphaltierten Straße. Und im nächsten Dorf soll es dann auch ein gutes Hotel geben. Schauen wir mal, was uns der heutige Tag so bringt. Oh, es hat echt gut geregnet. Ja, hier geht's noch. Hier geht's noch. Was ist mit der scheiß Polizei los? Hast du das auf Video? Ja. What the fuck, ey. Jetzt hier in einem kleinen Dorf angekommen, auf dem Marktplatz. Hola, buenos dias. Und eine Sache müssen wir noch auf jeden Fall mal klären. Und zwar, wir sind ja nun in Tabasco. Und was gibt es da naheliegenderes als die weltbekannte Tabasco-Soße? Und was es damit auf sich hat, mit dem Bundesstaat Tabasco und der Tabasco-Soße, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Hola! Für jetzt wollen wir erstmal eine Spezialität aus Tabasco probieren, und zwar Pozol heißt das Ganze. Und Olga hat gerade einen Laden gefunden, wo wir das Ganze kaufen können. Das ist nämlich ein ganz traditionelles Getränk, und das gucken wir uns jetzt mal an. Ah, Pozolería y Antojitos. Hola, buenos días. Ay, el Pozol. Pozol? Pozol? Sí, tiene. Queremos como probar el pozol. ¿Tiene para beber? Sí. ¿Y tiene como diferentes opciones? ¿Como diferentes sabores? O... No, solo es con cacao. Es con cacao, es dulce. No, puede ser dulce y puede ser Ah, ok. Sí, y, ¿y qué es mejor? ¿Como qué preferiendo? Pues, si quiere, le hago dulce y... ¿Cómo? Si quiere, le hago dulce y le hago... Sí, pero es dulce. ¿Möchtest du es süß? Ja, ich glaube schon. Sí, dulce. Sí. Pero es... ¿De qué es? De maíz. ¿De maíz? Es solo maíz, cacao y azúcar. Ajá. Perfecto. ¿Ahí es el maíz o...? Sí, es el molino. Ah. Ah, ist der Kakao? Puedo tomar ein Video? Ah,
Ahí es como fermentado. Es cocido. Richtige geröstete Kakaobohnen. Wow. Nice. Schmeckt echt gut. So sieht das Ganze jetzt aus, also mit Eiswürfeln. Und als Zutat quasi wirklich dieser fermentierte Mais ist das. Fermentierter Mais. Kakao. Und der eine mit Zucker und der andere ohne Zucker. Das ist ein ganz traditionelles Getränk, was die Maya hier schon vor, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Jahren getrunken haben. Was sehr viel Energie liefert, teilweise auch wirklich nur das konsumiert wurde von den Leuten hier. Wirklich, die haben gar nichts gegessen, sondern quasi nur getrunken. Und auch auf langen Reisen und so weiter wurde das dann als Proviant mitgenommen, so dieser fermentierte Mais, weil das nicht schlecht geworden ist. Und dann wurde dieser fermentierte Mais einfach so gegessen oder halt im Wasser aufgelöst. Mit Kakao gemischt, Kakao natürlich auch ganz traditionell hier. Und das probieren wir jetzt. Erstmal ohne Zucker. Super günstig. 15 Pesos. Hat auf jeden Fall diesen fermentierten Geschmack, also relativ wässrig. So, dieser fermentierte Geschmack auf jeden Fall ein bisschen. Leichte Note Kakao. Einfach sehr erfrischend. Das schmeckt wie Tortillas flüssig. Wie Tortillas flüssig. Mit Kakao. Ich finde, Kakao ist sehr, sehr dezent. So flüssige Tortillas finde ich. Mit Eiswürfeln. Wir probieren mal die Variante mit Zucker. Die hat da auf jeden Fall gut Zucker reingetan. 3 Esslöffel, glaube ich. Ja. Okay, was soll man sagen? Ist natürlich besser. Süß. Schmeckt man sehr Zucker, die Eiswürfel sind auch irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich das gekühlt trinken würde, als Maya traditionell. Jetzt kommt das Spannende, es gibt nämlich noch ein, oder nee, andersrum. Schmeckt es dir? Una pregunta. Ja. ¿Tienen algún canal en YouTube? Sí, tenemos actualmente. Se llama Rausgefahren. Puedo escribir. Puede apuntar. Eine spannende Sache. Und zwar müssen wir dazu erstmal wissen: Hat es dir geschmeckt? Ja. Ich würde auch sagen, mir hat es geschmeckt. Und jetzt gibt es eine, wie sagt man denn, ein Saying, ein Sprichwort. Derjenige, der nach Tabasco kommt, Pozol probiert und
dem es schmeckt, der wird nach Tabasco ziehen und sich hier quasi niederlassen. Spannende Wendung. Ich will auch mit Zucker. Du musst das vielleicht auch noch so ein bisschen umrühren, oder? Ja, und mixen vielleicht beide. Hm. Aber jetzt mit dem Zucker schmeckt so ein bisschen wie Popcorn. Oh ja, wie Popcorn, stimmt. Ja, das schmeckt so ein bisschen wie so ein flüssiger Popcorn. Das heißt, das schmeckt ja nicht flüssiger, das ist jetzt ein flüssiger Popcorn mit Eiswürfeln. Schnell über die Straße rüber, ja. Schnell über die Straße. Chillt hier auf der Straße. Kein guter Ort. Los, jo. Oh. Ins Wasser mit dir. Jo. Sehr gut. Rettungsaktion erfolgreich. Weiter geht's. Gut, dann müssen wir jetzt noch das letzte Rätsel dieses Videos klären, und zwar, was es mit der Tabasco-Soße auf sich hat. Die Tabasco-Soße, weltbekannt, habt ihr wahrscheinlich auch zu Hause im Kühlschrank. Und die Frage natürlich hier im Bundesstaat Tabasco in Mexiko, sollte man ja denken, überall gibt es Tabasco-Fabriken und hier kommt das Ganze her. Und ich habe mich da ehrlich gesagt auch schon drauf gefreut, da irgendwie was anzugucken. Aber eine kurze Recherche auf Wikipedia belehrt einen eines Besseren. Die Tabasco-Soße kommt aus Louisiana in den USA, kommt nicht hier aus Tabasco. Und das Einzige, was es, glaube ich, gemeinsam hat, ist der Name. Also der Begründer, der Erfinder der Tabasco-Soße hat, glaube ich, gesagt, irgendwie ihm gefällt der Name hier, Tabasco. Und es gab wohl irgendwie Handelsbeziehungen oder so, aber ja. Die Chilis wurden dann auch in den USA angebaut. Jetzt werden vielleicht die teilweise auch in Mexiko angebaut, aber ja, das ist die ganze Story. Aber was wir hier jetzt am Start haben, ist noch was viel Besseres. Das sind zwei Habanero-Chilis. Das sind ziemlich scharfe Chilis, eine rote, eine grüne. Die Schärfe von Chilis wird in Scoville gemessen. Und ich glaube, Tabasco, wenn mich jetzt nicht alles irrt, hat ungefähr 10.000 Scoville. Und die Habaneros haben ungefähr 200.000 Scoville. Also die sind ungefähr 20 Mal schärfer tatsächlich. Und wir machen jetzt eine kleine Taco-Party und probieren die einmal. Mal gucken, ob wir gleich Feuer spucken. Jetzt grün oder rot? Ja. Und grün. Grün ist mehr, sieht danach so aus, das ist glaub, nicht so scharf. Ich glaube, grün ist die bessere Wahl. Ja, ich glaube, rot ist ganz schön scharf. Das Grün ist aber auch gut scharf, aber hat quasi diesen typischen Habanero-Geschmack. Aha. Vielleicht Essen dazu? Aha! Grün ist auch schon ziemlich gut. Habanero hat so einen ganz, ganz eigenen Geschmack. Kann man gar nicht beschreiben. Ist scharf wie sonst was, ganz klar. Aber wir sind schon ganz gut abgehärtet hier in Mexiko. Ich fange trotzdem schon an zu schwitzen. Also das ist mega scharf. Aber es hat diesen ganz, ganz eigenen Geschmack. Diese Herbe, diese so, Grüne, dieser Habanero-Geschmack. Schmeckt richtig, richtig gut. Aber rot ist nicht viel schärfer, würde ich sagen. Ah ja, ich kann mal grün probieren. Mal ein etwas größeres Stück. Beide ist gut. Beide sehr gut. Geil. Kann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr schnibbeln. Das passt gut zu den Tacos. Tacos. Geil. Sehr schön. Das war unser Video aus durch Tabasco. Tabasco mit ohne Tabasco-Soße. Dafür mit Pozol. Nee, Pozol. 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 Pozol, Habaneros. Und Tortillas, die Tortillas auch nicht, nirgendwo fällen können dürfen. Ein paar guten Stränden. Glaube ich, ein ganz cooles Video gewesen. Interessantes Video. Ja, stimmt. Bisschen harte Zeiten auch gewesen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ja, guten Appetit uns. Bon Appetit. Ciao.